Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge von This Land is My Land. Jetzt muss ich mal eben auf der Karte gucken, wo wir überhaupt sind. Ja, hier unten. Da haben wir direkt ein Gefängnis. Das könnten wir jetzt befreien. Oder wir müssten aber eigentlich hier oben das Gefängnis befreien, weil wir dort den Luca Schmitz einschüchtern sollen. Sagen, das machen wir dann auch mal. Gehen wir hier mal hin und sagen Schnellreise. So, dann sind wir angekommen. Dann wollen wir mal schauen, wo ist das Lager? Da oben. Hier sind jetzt natürlich nur ein paar Schätze, die wir suchen könnten. Aber da es leider schon wieder Nacht ist, werden wir das verschieben müssen. Weil nachts auf Schatzsuche gehen ist echt übel. So. Na, wie weit ist es denn? 400, gute 400 Meter. Irgendwas im Hintergrund gehört. Irgendwelche Tiere. Das scheint doch nichts gewesen zu sein, was uns jetzt hier verfolgt oder so. So. Was haben wir denn hier? Mal schön leise. Vielleicht schlafen sie ja alle. Oder fast alle. Ja, tun sie aber nicht. Steigen wir mal ab. Ab in die Hocke. So. Vielleicht muss noch ein bisschen näher ran. Da ist einer, okay. So, wir schleichen uns noch ein bisschen näher ran und versuchen dann erstmal hier alles im Lager aufzudecken. So, Feinde aufspüren. Dann gucken wir mal. Einen haben wir da hinten. Da sind noch mal zwei, drei. Da sind auch noch zwei. Da ist auch der mit dem der Luca wahrscheinlich, der mit dem Stern über dem Kopf. Das müsste der Luca sein, den wir verhören müssen. Der liegt da und schläft. Die anderen schlafen, glaube ich. Oh, da steht jetzt, glaube ich, einer auf. So, natürlich gucken, ob wir den da hinten erstmal umgehauen kriegen. Die anderen sind alle in der Hütte. Don't kill me. Hey, no, no, no. I'll tell you where to get the stuff. Ja, ein Schatz wieder. I don't know anything else. Ja, komm. So, nichts mehr zu erzählen, kriegst du auf die Birne. Und dann? Und wie immer einschüchtern. So. Nee, der steht gar nicht. Der sitzt da, glaube ich, auf dem Stuhl und schläft. Und wir uns den als nächstes müssen jetzt nur hoffen, dass sie hier drin nicht wach werden, während ich hier verhöre. Ah, der hat uns erzählt, wo seine Wertsachen sind. Schön. So, gehst auch schlafen. Hast du was? Nicht die Tür zu machen. Hast du was Schönes für uns dabei? Nein! Abbrechen, abbrechen. Abbrechen. Will doch erst plündern. So. Ja. Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn er mit der Einschusspistole da abgehauen wäre. Die schmeißen wir sowieso weg. So. Oh, bleib liegen. Hey, no, no, I'll talk. No, he's hiding So. that way. I don't know anything Ah, else. dieser Weber, okay. Ist das der?
Ja, ich glaube, der rennt weg. Oder? Nee, der hat sich schlafen gelegt da hinten. War doch noch jemand anders, als ich dachte. So, wenn die hier alle schlafen, ist das natürlich schön entspannt. So, dann verhören wir jetzt erstmal hier den Boss. Guck, was er uns alle mitzuteilen hat. Hat uns mitgeteilt, wo. Ja, sehr informativ. Und hat nichts mehr zu sagen. So. Plündern wir auch. Alles nehmen. Alles nehmen. Einschüchtern. Ah. Das erste, und es werden noch viele werden. Diese Lumpen sind gekommen, um mein Land zu stehlen. Sie werden hier keinen Frieden finden. Der Schmerz und das Leid meiner Leute wird diesen Eindringlingen zehnfach zurückgezahlt werden. Unser Widerstand endet nicht, bevor jede dieser Schlangen tot oder verschwunden ist. Dieses Land ist mein Land. Hey, warte, ich bin ein Niemand. Du willst mich nicht töten. Ich erzähle dir alles, was ich weiß. Ich lese Zeitungen und Zeitungen lügen nicht. Hier, ich weiß, dass Newborn eine Gruppe ausgesendet hat, um Wut zu sammeln. Siehst du? Das sind nützliche Informationen. Ich verdiene es, am Leben zu bleiben. Newborn Wut, ich werde deine Worte überprüfen. Nun fang an zu beten. Oder? Warum sollte mich interessieren, dass Newborn Wood braucht? So, nehmen wir den. Töten, einschüchtern von allen bei Newborn Wood Gators, also Holzhellern, Ort unbekannt. Du kannst den Ort durch ein Verhör herausfinden. Ah, das ist dann unsere nächste Aufgabe. Ich schick mal schlafen. So, plündern. Alles nehmen. Einschüchtern nicht vergessen. So wie es aussieht, einer noch hier im Lager. Und dann haben wir das Lager, glaube ich, auch schon befreit. Ja. Kannst du uns was erzählen? Ah, wo seine Wertsachen sind, okay. Nehmen wir auch alles mit. So, was haben wir denn da Schönes? Lager ist befreit. Wollen wir uns jetzt noch mal eben nach Wertsachen durchsuchen. Und dann fackeln wir das auch ab. Das nehmen. Hier irgendwas Interessantes? Nicht wirklich, aber wir nehmen erstmal alles mit. Gucken wir hier noch mal, ob hier was drin ist. Nur irgendwo eine Kiste hier, da. Die ist aber leer. Ist auch alles leer. Was ist denn hier? Da noch was drin. Geschlossene Tür halten. Er schließt es auf oder versucht es aufzubrechen, so wie es aussieht. Oh, was ist das denn? Ich gehe mal in eine Ich-Perspektive hier.
1, 2, 3, 4 Gefangene. Ja, die lassen wir doch direkt mal alle frei, ne? So, freilassen. Ja, wir können die auch hier zur Kriegspartei hinzufügen. Dann laufen die mit uns mit und kämpfen mit uns. Aber das schauen wir uns später mal an. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, ob man denen dann auch nochmal extra Befehle geben soll, wie zum Beispiel, dass sie nur betäuben sollen ob sie töten sollen, ob man das überhaupt denn sagen kann oder ob die dann, wenn die mitlaufen, komplett von alleine agieren. Und wenn wir uns natürlich durchs Lager schleichen wollen und die alles wegmetzeln, ist das ein bisschen blöd, ne? Das schauen wir uns ja später mal an, wie das genau funktioniert. So, aber die haben sich jetzt, glaube ich, alle unserem Lager angeschlossen und sind dorthin auf dem Weg. Ich hoffe, die überleben. Ich glaube, die haben gar keine Waffen und nichts dabei. Wer jetzt sieht, 3 von 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind sammeln, 3 im Lager. Oh, das ist ja schon zu viel, ne? 6 und 3 sind 9, wenn ich richtig gerechnet habe. Und wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8. 8 und einer im Lager, ja, sind 9, ist einer zu viel. Wie gesagt, solange sie am Sammeln sind, ist das nicht schlimm. Wenn die aber alle im Lager rumsitzen und es mehr sind im Lager als reinpassen, dann hauen die mit der Zeit, hauen die dann natürlich wieder ab. So, aber da wir jetzt so viele haben, könnten wir auch noch mal eben die Aufträge ändern, weil wir wollen ja auch später die Lager upgraden. Was brauchen wir denn zum Upgraden von dem Lager? Rauchsignal Upgrade. Wir brauchen Bohrtask, Stax-Pelz und Buffalo-Pelz. Also Büffelfelle, Bohr, ist glaube ich Wildschwein, ne? Zähne und Stax. Was ist denn Stax? Das weiß ich nicht. Gut. Können ja mal gucken, ob wir die hier schon sammeln schicken können. Das Bohr-Task und Buffalo. Von dem Bohr-Task und Task und Stax oder Stax brauchen wir jeweils 20. Will hinzufügen. So. Bohr-Pell. Bärenfell, Bohr-Pell. Da haben wir schon mal die Stax. 20, ja komm, nehmen wir mal 20. So, bestätigen. Dann brauchen wir... Was hatte ich? Mein Gott. Genau. Wildschweinzähne. Wolfklo. Können wir die nicht selber sammeln? Oder sammeln die die automatisch, wenn ich die jetzt zum Beispiel hier auf Felljagd schicke? Weil irgendwie kann ich die Zähne hier gar nicht drin finden. Ja, ich würde sagen, wir schicken die mal auf Wildschweinjagd allgemein hier Felle. 20 auch. Ich hoffe, dass dann da ein paar Zähne bei rumkommen. Bestätigen. Sonst müssen wir mal später selber auf Wildschweinjagd gehen. Oder müssen wir erstmal ein Gebiet finden. Weil bis jetzt haben wir hier nur Bären und Wölfe. Was ist das? Ach, das ist das Holzfällercamp, wo die uns vorhin, glaube ich, von erzählt haben, ne? Ja, ja. So.
Also, was brauchen wir noch fürs Upgrade? Büffelfell. Büffelfell können wir auch direkt im Befehl hinzufügen. Das war, glaube ich, auf jeden Fall hier drin. Da Büffelfell. Da braucht man aber, glaube ich, nur 5 Stück von, ne? Ja. Nein, nicht, ne? Ja, ist richtig, 5 Stück. So. Ja, die sind alle fleißig am Arbeiten. Dann werden wir jetzt hier mal das Lager abwackeln, die Siedlung niederbrennen. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Es ist Tag. Habe ich jetzt eine Schaufel dabei? Habe ich jetzt... Nee, ach, den Scheiß erstmal wegschmeißen, ablegen. Will ich gar nicht erst haben. Die Munition brauchen wir auch nicht. So. Haben wir denn eine Schaufel dabei? Ja, haben wir. Gut. Weil es ist hell. Wir werden jetzt mal versuchen, hier so einen Schatz zu finden. Wo ist denn mein Pferd? Ich und mein Pferd, ne? Da. Immer das Gleiche. So. Pack mal eben alles in eine Satteltasche, was wir so nicht brauchen. Noch eben schnell, zack. Alles rein da. Mehr geht nicht. Ne, mehr geht nicht. Okay. So. Wo haben wir denn Schatz? Da soll was sein. Dann versuchen wir mal, den Schatz zu finden. Wir gehen wieder in der dritten Person. Ist Third Person. Ansicht. Ah, schon vorbeigelaufen. Geritten, meine ich. Natürlich. So. Also sind wir, ja, wir sind hier. So, jetzt nur hier so mal auf den Boden gucken. Ein Krieger aus den äußeren Landen hat sich Maxen neu angeschlossen. Und wieder ein Krieger mehr. Schön. Deshalb, wir müssen unbedingt unser Lager updaten, sonst gehen die uns früher oder später stiften. So. Na komm, wir sammeln hier mal alles ein. Vielleicht finden wir dann... Ah, ich glaube, da war was, oder? Ah, nee. Ja. Nehmen wir mal alle mit. Ja, wie sieht es denn hier aus? Eigentlich will ich die Sachen ja gar nicht sammeln. Aber wenn da natürlich die Stelle ist, wo der Schatz vergraben ist, dann zeigt er uns immer hier zum Beispiel, wenn jetzt hinter dem Flachs irgendwo der Schatz vergraben ist, dann wird er uns die Schatzstelle nicht anzeigen, hier im Text, weil da natürlich der Flachs drüber steht. Deshalb sammle ich den ein und hoffe, dass ich das dann hier irgendwie... finde, aber hier so im Gebüsch wird es wahrscheinlich nicht direkt sein, ne? Es muss aussehen wie so ein kleiner Erdhaufen. Ich muss noch ein bisschen weiter nach da, das ist wahrscheinlich. Da haben wir es gefunden. So, mit F halten. Der Schatz ausgegraben. Und buddel immer schön. Ja, plündern.
haben wir denn da? Okay, eine Pocketwatch, eine Taschenuhr, ein bisschen Munition, 44er Kaliber, ein Würfel und ein Book. Also ein Buch, alles nehmen. Ja, nehmen wir mal alles mit. So. Dann auf unser Pferd. Haben wir hier noch einen Schatz? Ja, hier der gelbe Punkt. Können auch Schätze sein. Oder halt alte Lager. Ich würde sagen, wenn wir hier in der Ecke sind, schauen wir uns das auch an. Gehen wir heute mal auf Schatzsuche. Ist mal was anderes, als immer nur diese Lager leer zu machen und den Gegner zu verhören. So, noch 100 Meter. Ah, okay, ist kein Schatz vergraben. Hier ist zum Beispiel jetzt so ein altes Lager. Und da findet man meistens auch Loot. So. Was haben wir denn hier? Eckinfusion. 90 Gesundheit innerhalb von 30 Sekunden. 45 Ausdauer innerhalb von 30 Sekunden. Aber minus 15 Gesundheit innerhalb von 30 Sekunden. Und da zieht uns dann aber auch erstmal für 15 Quatsch. Er zieht uns erstmal 15 Gesundheit innerhalb von 30 Sekunden ab. Das heißt, wir haben für 30, halt für 30 Sekunden lang eine 15 Punkte weniger von der Gesamtgesundheit. Oh mein Gott, das war aber jetzt eine schwierige Geburt. Nehmen wir alles. So, die Munition lassen wir drin. Glas nehmen wir auch mal mit. Ja, wir nehmen den Rest immer mit. Munition lassen wir drin. So, schmeißen wir sowieso weg sonst. So, das auch. Ist das jetzt eigentlich von der Karte verschwunden, der gelbe Punkt? Das, ja, ist weg. Da sind Wölfe. Da ist... War hier nicht noch irgendwie Fragezeichen? Schätze? Okay. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch hier das Lagerfeuer. Also einen Schnellreisepunkt. Ja, so wie es aussieht, da hat. Ich glaub, gucken wir mal, ob wir da hinten rumkommen. Oder. Ja, sieht gut aus. Aufpassen. Könnte man mich passieren, dass das hier gleich auf einmal steil bergab geht. Ja, ich glaube, hier kommen wir runter, wenn wir ganz vorsichtig sind. Und ja nicht, dass der Gaul sich die Haxen bricht. Autsch. Ja, ja. Pass beim nächsten Mal besser auf. Ja. Oh. Oh, guck mal hier. Schön. Haben wir noch einen Schatz. Haben wir noch eine Schatzstelle gefunden? Zeigen. Diese Totems oder was das sein sollen, die zeigen nämlich auch Schätze. Seht ihr hier? Und dann buddeln wir den auch mal aus. Ja, man muss immer die Augen offen halten hier. Man sollte einfach nicht blind durch die Gegend reiten. Sondern. Ein braunen Pilz. Ein paar Beeren. Ja, nehmen wir mal mit. Und dann geht's weiter.
Boah, das Lager ist ja aber auch mitten auf der Straße. Hier kann es natürlich später auch passieren, dass hier auf einmal Kutschen oder so herfahren oder Patrouillen. Da sollte man sich an so einem Lager nicht lange aufhalten, glaube ich. So. Dann schicken wir mal eben. Ah, nee, müssen wir erstmal die Satteltasche leer machen. Nee, ich den Chat aufmache, ich will doch die Satteltasche. So. Nehmen wir alles. Ab in unser Lager. Da. Objekte ablegen. Aber eine Menge wieder angesammelt hier. Das Kleinzeug. So, eine Schaufel behalten wir. Haben die denn Inventar? So, haben die denn schon ein paar Fälle gesammelt? Nee. Ach, kann ich ja auch hier sehen. Bei Stacks haben sie gesammelt. Ja, die sammeln jetzt, glaube ich, erst die 20 Stacks. Und dann im Bohr und dann im Buffalo. Arbeiten im Prinzip immer von oben nach unten ab. Ich könnte auch sagen, jetzt hier kommt das zum Beispiel nach oben. So geht immer nur schrittweise. Machen wir das mal nach oben. Dann so, ja. Jetzt müssten sie auch gleich alle, müsste sich da dann auch gleich hier ändern. Da sind Aufwölfe, Bären. Okay, hier sind wieder ein paar Camps. Da ist noch ein Lagerfeuer. Was mich wundert, ist ja, dass wir hier... So, da unten müssen wir ja auch noch hin. Ja, das mache ich aber, glaube ich, von hier. Mal aber mal eben offline, dann hole ich mir die Schnellreisepunkte. Und ja, das würde ich sagen, das mache ich dann offline. Und. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann offline. Ich hole mir jetzt hier das Lagerfeuer, gehen wir ein bisschen weiter hier unten runter. Gucken, ob wir das Camp hier kriegen. Wobei, wow, hier ist natürlich schon ziemlich nah. Okay, ziemlich nah am Feind. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir die hier zurückschlagen, damit die sich nicht hier noch weiter ausbreiten und anfangen uns zu überrennen. Könnten auch eigentlich, einen Moment, so, was brauche ich denn? Könnt ihr auch erstmal losschicken zum Besiedeln? Nein. Zum Besiedeln, das könnten wir hier zum Beispiel noch ein Lager hinmachen. Gar nicht so nah am Weg. Aber ich glaube, rechne noch mal ab. Rollen wir noch mal rein hier. So. Da ist der Händler. Das heißt, hier werden wahrscheinlich es auch viele Kutschen und Patrouillen herreiten. Das würde dann natürlich nicht so viel Sinn machen, glaube ich, da ein Lager hinzubauen. Das sollte dann schon ein bisschen abseits liegen. Doch, hier konnten wir, glaube ich, nur eins machen. Ne? Mache ich oder mache ich? Oh. Das ist jetzt gar nicht so einfach, wo wir hier noch ein neues Lager hinmachen. Die haben wir genug.
Ich glaube, wenn dann hier, da sind wir ein bisschen geschützt, ne? So, bist du sicher, dass du hier siedeln willst? Warte mal, ich glaube, wir brauchen sowieso Rohstoffe zum Siedeln, ne? Upgrade. Siedeln. Richte ein neues Lager. Ein neues Lager werden es dir ermöglichen, Regionen zu beanspruchen, wenn dort keine Feinde sind. So, okay, wir sagen jetzt einfach mal hier, probieren wir aus, neues Lager. Ja, wie viele? Versuchen wir mal. Ach, ich kann nur einen dahin schicken. Soll er ein Pferd? Ja, komm, soll er mal ein Pferd nehmen? Riskieren wir mal. Tiger benötigt 20 Wood und 10 Roh. Okay, 20 Wood und 10 Rob. Rob haben wir 9. Okay. Ja gut, dann müssen wir abbrechen. Dann müssen wir jetzt hier auch nochmal eben einen Auftrag erstellen. Und zwar müssen die nochmal Rob herstellen. Ja komm, werden wir wahrscheinlich sowieso ein paar von brauchen. Machen wir 30 Stück. 11 haben wir schon. Und Holz brauchten die, glaube ich, auch, ne? Aufträge. Achso, da. Holz, 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 Holz. Wo haben wir denn Holz? Wood, 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 da unten. Dann machen wir auch mal 30 Wood. So, sollen sie auch sammeln. Ja, dann nach oben an erster Stelle. Da. Achso, komm, machen wir. Ach, guck. So. Ja. Zeit ist auch schon wieder um. Wir speichern jetzt hier. Ja, und wenn es euch gefallen hat, die Folge, dann lasst doch bitte ein Abo da oder auch noch einen Daumen nach oben. Vergesst die Glocke nicht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.